Herzlich willkommen bei Metalalter TV, dem Kanal für Leute mit gutem Musikgeschmack. Ich bin's, euer Tigger. Und mir wurde gesagt, ich mache zu wenig Deathcore hier auf dem Kanal. Ändern wir jetzt. Slaughter to Prevail, habt ihr im Titel gesehen? Konflikt, neues Video. Ja, die aus Russland geflohenen, beziehungsweise aus Russland abgehauene Band Slaughter to Prevail, die jetzt in Orlando wohnt, weil sie haben sich ja gegen Russlands Krieg, gegen den Überfall auf die Ukraine, gegen Putins Krieg ausgesprochen. Und deswegen sind sie aus Russland raus, weil wer sich in Russland öffentlich gegen den Krieg ausspricht, muss halt Angst haben, in den Knast zu kommen. Kann ich verstehen, dass die Jungs das nicht wollen. Aber gibt jetzt den Song Konflikt, danach quatschen wir über den Song, quatschen wir über die Band, quatschen wir über das Video. Ihr kennt das Ganze. Los geht das. STP-Tour.com. London 2024. Konflikt. Ja, da laufen sie rum. Oder er. Der Alex Terrible, der Sänger. Ah. Wird's ein Fistfight-Video? Ja, erscheint so. Ja, geil. Knallt, da passt das Video. Ja, diese Käfigkämpfe gucke ich mir auch gerne an. Passt jetzt genau in den Break rein. Gibt es ganz viel auf YouTube zu sehen. Wäre ich gesund, würde ich sowas vielleicht auch machen. Ich habe ja lange Kampfsport gemacht damals, aber bin ja kaputt überall. Und schmächtig. Passt aber genau. Kämpferei, die Fights, die Band spielt. Das passt geil. Oh, geil. Oh, geil, das ist doch mal. Das ist ein Song, der macht Spaß. Im Kreis laufen oder moschen. Ist das Brody King von I Hate God bzw. der Wrestler? Würde ja auch passen. Der mit dem Bart, der Fighter, der einfach. Ja, geiler Song, nicht lang. 2:43 Konflikt, Slaughter to Prevail. So löst man Konflikte, macht man das? Ich weiß es nicht, ob man die so in einem Fight lösen muss. Das finde ich dann eher auf sportlicher Ebene. Sollte da der Konflikt gelöst werden. Ansonsten sollten Konflikte eher versucht normal gelöst zu werden. Geiler Song, gefällt mir und ich weiß nicht, ob das Brody King war. Der Sänger von I Hate God, beziehungsweise der Wrestler, der bei AEW unter Vertrag ist. Ja, geiler Song auf jeden Fall, Slaughter to Prevail, sehr geil, ich mag hier diese Masken von denen, diese Optik, die Musik von denen auch geil, kann ich mir eigentlich regelmäßig gut anhören, wobei das ja jetzt eher ein für Slaughter to Prevail Verhältnisse ruhiger Song war, obwohl bei 2 Minuten 43 auch brutal nach vorne ging, die drückende Kraft, das ist ja die Stimme von dem Typen, die ist halt unglaublich geil und Slaughter to Prevail ist halt, Entschuldigung, ist halt eine Band, die in dem Bereich irgendwie mit ganz oben angesiedelt sind und ja,
und gucken, wann da jetzt was Neues kommt. Das letzte ist die Live in Moskau gewesen. Das Album, beziehungsweise der Mitschnitt. Was da jetzt Neues kommt, live in Moskau wahrscheinlich eher nicht, sondern dann, keine Ahnung, auch keine Ahnung, wo die Band jetzt aufnimmt oder wo sie unter Vertrag ist, aber da wird definitiv was Neues kommen. Ich weiß nicht wann. Ich werde es aber rausfinden oder ihr werdet rausfinden, wenn ihr der Band eh folgt. Auf sämtlichen Social Medias kann man das ja machen. Und ja, was haltet ihr davon? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wenn ihr schon dabei seid, ne, Like, Abo und so weiter. Und ja, schreibt noch gerne mal in die Kommentare, auf welche Bands ich noch reagieren soll. Ich habe ja schon einige, gerade im asiatischen Bereich reagiere ich da auf einiges. Wenn ihr solche Musik aus dem asiatischen Bereich kennt, gerne mal in die Kommentare schreiben. Da im Core-Bereich habe ich da noch nicht ganz so viel entdeckt. Also macht das einfach. Und euch wünsche ich noch einen wunderschönen Tag.